Hallo zusammen, ich habe hier wieder zwei 12 Volt Kühlschränke und meine Stromrechnung, weil ich habe da seit dem Anfang Jahr oder im Januar ist bei mir Kühlung nicht so viel los. Die Camper sind noch nicht aktiv und die Bödler haben ihr Schiff noch eingewintert. Und ich habe eine Stromrechnung gekriegt. Kriege ich mehrmals im Jahr. Wir gehen die Stromrechnung kurz durch. Das ist also die Periode von den letzten 5 Monaten. Ich habe die Grundgebühr, ich habe zusammen Niedertarif gezogen. Da sehen wir Grundgebühr, Hochtarif, Niedertarif. Die kosten genau gleich viel. Und zusammen habe ich zusammengerechnet, das sind 23.000 Kilowattstunden, die ich gebraucht habe. Ob das zu viel ist oder zu wenig, ist ein anderes Thema. Und ich habe hier unten den Gesamtbetrag, das ist also mit Mehrwertsteuer, mit Umlagegebühren, mit Grundgebühr, Systemdienstleistung, alles sauber aufgeführt. Ihr könnt das nachgucken. Und wenn ich dann diesen Stromteil durch die Anzahl Kilowatt, die ich gebraucht habe, dann habe ich hier einen Strompreis von 15,57 Rappen pro Kilowattstunde. Das ist in der Schweiz. Da, wo ich sitze, in Schlatt, ihr seht oben meine Anschrift von der Firma. In Deutschland, in Gottmendingen, habe ich einen Grundversorger, der will 68 Cent. Wahrscheinlich die teuerste Ecke in der Schweiz, in Deutschland. Auch der günstigste Anbieter will über 40 Cent. Das ist, weil mich Leute anzünden, dass ich mit den 15 Cent, die wir zahlen für den Strom, absolut daneben liegt. Das kann nicht sein. Hier ist die Rechnung, meine private Rechnung. Zu Hause, da ist der Stromverbrauch tiefer, weil ich habe keine große Wärmepumpe. Wir brauchen nicht so viel, ich persönlich brauche nicht so viel Strom zu Hause. Da habe ich genau die gleichen Tarife. In der Gemeinde habe ich die gleichen Tarife bis 100.000 Kilowatt im Jahr. Und das sind jetzt 5 Monate mit den 23.000 Kilowatt. Da liege ich weit drunter. Zweitens ist jetzt das der Winter. Und der Winter ist bei uns natürlich Heizen. Wärmepumpe läuft. Ich habe euch hier ein Video gemacht über unsere Wärmepumpe, die ich mal vor 22 Jahren zusammengebastelt habe. Punkt. In Deutschland würde das viel mehr kosten. Das war's zur aktuellen Strompreisrechnung hier in der Schweiz. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.